Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Und beginnen tun wir gerade mit dem Lärchensporn, der schon von einer Biene besucht wird. Ja, die Wildrosen fangen langsam mal auszutreiben. Die hier hat schon richtig Blattmasse. Das Pfaffenhütchen. Der Ginster hat letztes Jahr ziemlich gelitten, da sind einige tote Äste drin. Hier hingesetzt, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ach, die Wildkirsche. Die Nektarine ist mit ihrer Blüte eigentlich schon so gut wie durch. Dafür ist die Joster jetzt fleißig am Blühen. Und natürlich auch die Schlehe. Ja, meine drei Kornellkirschen. Die hier bringt schon die Blätter, aber keine Blüte. Die bringt Blüte. Und die träumt noch eher so vor sich hin. Der Holunder hat schon fleißig Blattmasse. Und auch die Mispel. Aber wer dafür schon ganz ausdauernd blüht, ist die Maibeere. Der Polster-Ehrenpreis. Und hier hinten noch ein paar Wildtulpen. Auch im Sumpf fängst du schon wieder an zu gedeihen. Ja, an meinem Hügel habe ich auch einige Zwiebeln rein. Ja, und ich habe ein bisschen Arbeit bekommen. Meine Schwiegermutter hat mir eine Christrose und drei Primeln geschenkt. Die müssen jetzt natürlich auch bald einen Platz finden. Und hier haben wir noch eine spätblühende Narzisse. Die ist allerdings auch schon wieder fast verblüht. Da habe ich so eine Zwiebel von der spätblühenden Narzisse in den Schieferschotter gesetzt. Kommt auch. Und der Huflattich, der ist jetzt weitgehend durch. Und die Felsenbirne steht kurz vor der Blüte. Das schaut immer toll aus, wenn die so in der weißen Pracht steht. Ja, und beim Abräumen hat sich doch schon ein ganz schöner Haufen ergeben. Und mit diesem Bild mache ich dann auch Schluss mit diesem Video. Macht's gut. Ciao, ciao.